Hallo zusammen. Ich begrüße euch zu einem weiteren Video von mir. So, das ist jetzt das zweite Video in der neuen Ackersaison. Heute bin ich mit Daniel unterwegs. Pino kann heute nicht, der muss bei den Kindern bleiben. So, wir sind natürlich jetzt wieder ein paar Stunden rumgefahren, haben nach freien Äckern gesucht. Wir haben jetzt hier einen gefunden, der wurde wohl in der Woche gegrubbert, aber so die Aussichtschancen, dass wir hier fündig werden, sind sehr gering. Ich denke, wir werden wohl weitere Äcker anfahren müssen, aber wir sind jetzt zunächst erstmal hier. Ich habe schon soweit alles gemacht, aber ich sage euch jetzt meine Einstellung. Ich muss sie euch ja nicht sagen oder zeigen vielmehr, ich sage sie euch so. Ich habe mein Ackerprogramm genommen und gehe zurzeit mit der 31,3 kHz Version, also was heißt mit der Frequenz. Dann habe ich die Eisenlautstärke auf 1, das habe ich euch ja immer erklärt. Die habe ich deswegen auf 1, wenn ihr zum Beispiel ein positives Objekt, also ich sage jetzt mal ein Edelmetall neben einem Nicht-Edelmetall, also wie Eisen liegen habt, könnte der Overmasking-Effekt kommen. Und wenn ihr jetzt Eisen komplett stumm schaltet, könnte das Eisen praktischerweise euren guten Fund, der daneben liegt, übermaskieren und ihr habt keinen Ton. So, die Reaktionszeit habe ich auf 3. Den Bodenfilter, den findet ihr unter Expert, den habe ich auf 0 heute stehen. Dann die Audio-Response auf 4, Audio-Sättigung auf 1. Den Notch auf 0, Disc auf 5, dann natürlich im Dreitonmodus und den Sense auf 94. Mein Bodenabgleich habe ich hier manuell gesetzt, weil wir hier auch noch zudem auf dem Acker viel Mineralisierung haben. Ich konnte an verschiedenen Stellen beim Pumpen keinen vernünftigen Wert ermitteln, also habe ich ihn jetzt manuell auf 82 gesetzt und unter Expert den Bodennotch von 90 wieder runter auf 85. Dadurch habt ihr das Koksgestein und die Mineralisierung ein bisschen runtergedrückt. So, das war es erstmal zur Einstellung. Meine Kombi ist heute wieder wie immer. Ihr wisst, ich habe den Deus und benutze an dem Deus die elliptische HF-Spule. So, an dieser Stelle nochmal ein Gruß an meinen Sponsor Jochen Reifenrad von www.abenteuer-schatzsuche.de. Und wer ihn noch nicht kennt, ich werde ja sowieso während des Videos den Link da unten reinsetzen. Schaut mal bei ihm auf der Seite nach. Es ist für jeden etwas von den Detektoren runter, und wenn er Infos darüber braucht oder auch Hilfe, ich stehe euch da gerne zur Verfügung. Also, wir sehen uns dann beim ersten Fund. Da muss ich schneiden. Also, wir sehen uns dann beim ersten Fund. Bis dann. Tschüss. So, hier sind wir bei meinem ersten Signal. 86, 89 geht hoch oder vielmehr runter. 88 jetzt stabil. Oder sehe ich schon. Kann man mal gucken. Ja, das ist jetzt hier vielleicht nicht so gut. Ja, eine kleine Niete, glaube ich. Ist das. Ja, ist eine Niete. Oder von der Schraube der Kopf. Okay, dann sehen wir uns gleich beim nächsten Fund wieder. Ja, wieder ein 89er bis 93er Signal. Hoffen wir mal, dass es jetzt kein Eisen ist. So, bleibt laut. 93 muss jetzt hier in etwa liegen.
Aber es wird auch nichts Besonderes sein. Ich glaube, hier drin ist es. Ich glaube, das ist ein Splitter, oder? Ja, dichter. Ja, also. So wie ich das gedacht habe, ein Granatsplitter. Wartet. Ein Granatsplitter. Ah, oh, okay. Hier wieder ein 88er Signal. Gar nicht tief, wie es aussieht, oder? Oder doch? Hier vielleicht eine Ecke, aber das sehen wir jetzt sofort. Ja. Machen wir tiefer hier in dem Haufen. Die ist jetzt hier vorne bei. Ja, wollen wir mal gucken. Hier in dem Knubbel. Und ich hoffe, dass jetzt die erste Münze ist. Komm. Das könnte eine Münze sein. Ein Volli, der noch ziemlich hier in dem Knubbel verbacken ist. Oder? Das könnte ja ein Kälte sein. Ich glaube, es ist ein Kälte. Ja, ich glaube, es ist ein Kälte. So. Es ist auf jeden Fall eine Münze. Eine römische würde es nicht sein. Nein. Es wird ein Kälte sein. Ado Atuka, denke ich mal. Von der Dicke aus her würde das passen. Ja. Also ich mache es sauber und zum Schluss, wenn es eine Münze gewesen ist und eine Kälte, werdet ihr es sehen. Alles klar, dann bis gleich. So, da bin ich wieder. Wir haben jetzt den Acker gewechselt, weil auf dem anderen lief ja nichts mehr. So, jetzt sind wir hier auf dem neuen. Meine Einstellungen sind geblieben. Nur diesmal bin ich noch mit der Kilohertzzahl mit der Frequenzweiche runtergegangen auf 13,3 kHz und habe jetzt auch hier das erste Signal. So, ich nehme euch jetzt mit dazu. Ich muss jetzt, glaube ich, die Kamera wieder drehen. Einen so, Moment. Da bin ich wieder. Das sind 75er, 76er, 78er Signal, also das springt ganz leicht. Ist noch im Boden. So, das ist draußen, es ist auf 73 stehen geblieben. So. Ich nehme meinen Pinpointer wieder und dann schauen wir mal nach, was es ist. Und ja, die erste Drahtfibel. Ja, ein Stück Draht. Aber ja, da seht ihr mal, auch egal, wenn man einen Platzwechsel macht, das sind die Hauptteile, die man, oder die Hauptfundteile, die man an solchen Stellen macht. Okay, dann sehen wir uns gleich beim nächsten Fund wieder. Bis später. So, ungefähr 10 Meter weiter, das nächste Signal. Ganz sauberes 82er, 83er Signal, gar nicht mal so tief. So. Alles draußen. So, dass ihr alles mitkriegt. So. Ich nehme meinen Pinpointer. Ah, ich sehe es. So. Das ist wieder ein typischer römischer Fund. Das ist eine Eichel. Die ist normal an einem Kästchengriff, so als Henkelabschluss. Das müsst ihr euch so vorstellen. Hier ist jetzt der Henkel, ich mache also mal meinen Finger, das ist der Henkel. Und unten an dem Henkel als Endstücken sind diese Bronze-Eicheln. Ja, relativ noch im
ja, ich würde mal sagen, im guten Zustand. Nach der Reinigung kann man mehr sehen, ob jetzt die Patina noch gut ist. Es ist schon ziemlich, ja, porös, aber zumindest ist es jetzt als zweites Signal hier auf dem Acker, auf dem Römeracker, so ein Fund. Also bis später. So, ungefähr 10 Meter wieder weiter. Wieder ein 83er, 84er Signal. Ziemlich laut. 84 stehen bleiben, auch nicht sehr tief. So. Noch in der Erde. Gucken wir nach, das ist noch in der Erde drin. Gucken, es war tiefer. War also doch was tiefer gewesen. Na, wo ist es? Also hier an der Seite. Oh. Oh, jetzt müssen wir ganz vorsichtig sein. Ich glaube, ich weiß, was es ist. Und es könnte tatsächlich von der Größe her ein Beschlag sein. Wir gehen jetzt ganz vorsichtig vor. Ja. Ja. Es ist ein großer, runder Beschlag. Wir wollen nicht so viel machen, so dass ihr das nur seht. Das ist ein Lederbeschlag. Hier habt ihr die zwei Aufnahmen oder die zwei Nieten, die an das Leder gepresst werden. Es war nicht mehr ganz in Ordnung, aber so für als zweiten Fund nicht schlecht. Okay, dann sehen wir uns beim nächsten wieder. Bis später. So, 20 Meter weiter, nächste Signal. Ein 82er Signal wieder. Ist etwas tiefer so hin oder ist es hier in der Spurrille drin? So, das ist draußen. Hier ist noch lauter, wie ihr hört. Ich muss jetzt hier vorne beiliegen. Hier. Na? Nein. Hier ist es und ich glaube, das ist eine Tuchplombe, also ein Siegel. Ein Saatgutsiegel. Ja, ist ein Saatgutsiegel. Okay, dann bis zum nächsten. Ein ganz schwaches Signal ohne Leitwert. Springt zwar, könnte jetzt alles Mögliche sein, Eisen, aber wie gesagt, auf solchen Äckern jetzt muss man eben alles graben. So, draußen. Und jetzt habe ich einen Leitwert von 83. So. Jetzt wollen wir mal gucken. Ah, ich sehe Musketenkugel. Ja? Ja. Auch noch eine schöne. Ganz rund. Okay. Dann bis zum nächsten Mal. So, ungefähr 3 Meter weiter habe ich ein schönes 91er Signal. Aber das hat man ja auf dem anderen Acker auch gehabt. So, die 90er Signale waren ja meistens immer alles Eisen. Und man kann hier gut erkennen, hier ist direkt ein Ziegel daneben. So hoffe ich, ist das positiv. So. Draußen. Ja, hier an der Seite in dem Haufen ist es drin. Ja, jetzt geht es wieder hoch bis auf 94. So, ich hoffe, ihr versteht mich alle. Der Wind ist ein bisschen stark. So. Na? Ach, ich sehe, es ist eine Münze. Also ich kann das sehen, vielleicht ihr auch. Wir machen sie mal was frei. Und ja, es ist eine, ja, es, oder? Doch, ja, es ist eine silberne. Und Geiseradler hinten drauf.
Ja, gut. Eine halbe Mark. Also jetzt nichts Antikes, aber dennoch schön, eine Silbermünze aus der Zeit und noch richtig gut erhalten. Warum auch immer. Die lag wohl auch oben schon die ganze Zeit. Also da ist kaum Korrosion dran. Die hat der jetzt zum Glück nur mit untergrubbert. Also ihr seht, hier braucht man kaum was dran zu machen. Die ist schon top. Alles klar, dann bis zum nächsten. Ungefähr weitere 15 Meter weiter wieder ein schönes 70er, 75er Signal. So, also auch nicht sehr tief. Doch, das ist tiefer. Also das ist jetzt hier rausgerutscht. Ja. Und es ist wieder eine Münze. So, und ich sehe sie auch schon. So, das könnte aber diesmal ein Volli sein. Da seht ihr, hier ist sie. Und ist es einer? Ja, ich denke mir schon. Ich will auch nicht lange drüber reiben. Ja, es wird ein Volli sein. Ob der jetzt noch gut ist, schwer zu beurteilen. Weil wie gesagt, der ist ja jetzt noch mit Dreck behaftet. Das sehe ich erst nach der Reinigung. Okay, dann bis zum nächsten Fund. So, hier habe ich wieder ein Signal, 57 bis 64. Hier war soeben das Signal, das sind ungefähr 2 Meter. So, auch nicht sehr tief. So, draußen ist hier bei mir das Liegen. Ja, war was. So klein? Ne? Hier ein Stück Bronze? Ne. Ach, Leute. So. Ich weiß schon, was das ist. Ja. Oh Mann. Also jetzt werden viele denken, ja, was hat er jetzt da? So, ganz einfach, ich erkläre euch das. Also wer sich mit der römischen Geschichte ein bisschen befasst hat, der kennt den Gott Merkur und die Attribute des Merkurs oder eines der Attribute ist der kleine Geldsack. So, und jetzt müsst ihr mal gucken, das ist die Hand einer römischen Figur und der Geldsack. Und das Ganze ist ungefähr 2 Zentimeter groß. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie groß die Figur sein muss, die hier noch auf dem Acker liegen wird. Oder, ja, wenn sie noch keiner gefunden haben, wenn sie nicht total kaputt ist. Oder, ich sag mal, durch Raubzüge damals mitgenommen worden, das ist hier eben abgefallen. Also ich würde mal sagen, das ist eine Figur in der Größe von ungefähr 25 bis 30 Zentimeter. Das ist also eine richtig fette Figur. Und von der Erhaltung wäre sie auch top. Also was ich hier sehe, top. Die Hand mit den einzelnen Fingern, hier der Sack mit den Absätzen. Also wirklich richtig toll. Ja. Auch nur wenn es ein Bruchstück ist. Das sind so die Funde, die ich wirklich an meinem Hobby liebe. Alles klar. So, dann bis zum nächsten Fund. So, kleiner Gewissenzeit wieder. Ein Signal gehabt, jetzt ist wieder die Spule ausgefallen. Ne, doch nicht. Hier ist das. 64, 63. So, auch nicht sehr tief. Oder? Hier in der Kante. So, ihr seid mit dabei. Da ist rausgefallen, ein Volli? Ne. Ich glaube, ich habe die Serie mit Denaren. Das wird wieder ein Denar sein. Ich habe das dumme Gefühl oder vielleicht eine versilberte. Also nach dem Aussehen her, ihr könnt das vielleicht schlecht beurteilen jetzt hier um 5. Es ist leicht gräulich an der Seite. Ich mache mal was nass und dann um zu gucken.
Oder? Ist das ein Volli? Ich weiß es nicht. Na, ich will eigentlich nicht. Nein, das ist. Ist es einer? Ist es keiner? Ich weiß es jetzt wirklich. Ah, oh. Okay, jetzt rein mal drüber. Jetzt bin ich genauso neugierig wie ihr vielleicht. Ich kann also noch nichts erkennen. Also, wenn es einer ist, ist es ein Republikdinner. Also, das erkenne ich daran, weil ich erkenne die Dicke und vor allem, ich sag jetzt mal, kein Münzbild direkt da drauf. Ist ziemlich runter und meistens sind die Denare ziemlich abgegriffen, so die Republikdinare. Aber kann ich noch nicht sagen, eher später, obwohl hier der Rand gräulich silbern schimmert. Oder hier, ihr seht das vielleicht auch, hier kommt silbern durch. Also wie gesagt, ich mache es zu Hause sauber. Wenn es einer ist, dann ist es jetzt mein dritter Denar. Innerhalb von, ja, wann waren wir gewesen? Letzte Woche Sonntag, heute ist Samstag. Vor 6 Tagen hatte ich die anderen 2 und jetzt wieder einen. Okay, dann bis zum nächsten Fund. So, hier ein 1/8er Signal. Schwankt ein bisschen, könnte kleiner oder tiefer liegen. Also wie gesagt, keine Ahnung. Ihr seid mit dabei. Also tiefer ist es. Ja. Das ist draußen. In dem Haufen hier. Wir machen mal klein. So, in dem oberen Teil steckt das wohl mit drin noch. So, 1/8er Signal, Daniel. Zahlen ist auch schon hier in dem festen Boden auf jeden Fall. Und was wird es sein? Immer noch drin. Immer noch drin. Ich wollte schon gerade sagen, wieder eine Münze ab, oder? Na? Komm. Hierbei ist es. Ne? Und das ist ja wie Überraschungsei auspacken, ne? Ne, ich glaube, das ist ein Stück Blei. Hier. Ein Stück Blei. Aber es ist wie Überraschungsei auspacken. Ich habe noch ein spätlatinezeitliches Bandgeldstreifen gefunden. Ja, da, Läppchengeld. Läppchengeld gibt es nur hier in diesem Raum. Genau. Großer Stückzahl. In großer Stückzahl, genau. Ja, ihr könnt euch nicht vorstellen, ja, wie viele hier davon am Tag täglich, also wenn wir hier suchen, hier in Ausgaben. Der ist für meine Splittersammlung. Genau. So, dann sehen wir uns gleich beim nächsten Fund wieder. So, hier bin ich wieder. Hier haben wir ein 74er bis 76er Signal. Auch nicht sehr tief. In dem lockeren Boden hier. Und es ist draußen. So, wir gucken nach. Na? Ach ne, die zweite Eichel heute. So, die erste kann ich euch sagen, die habe ich in etwa, ich sag jetzt mal, ja, ungefähr, ich würde mal sagen, 20, 25 Meter nach da runter gefunden. Und hier die zweite, wieder von einem Kästchen. Ob die beiden zusammengehören, weiß ich noch nicht. Zeige ich euch gleich bei der Fundab, dann lege ich sie mal nebeneinander. Und dann schauen wir mal. Alles klar, bis später. So, ein Suchertag ist mal wieder zu Ende. Und Dan und ich waren eigentlich recht erfolgreich, würde ich mal sagen. Es gab ein paar schöne Funde, die werde ich euch gleich zeigen. Ich habe natürlich nicht alles auf Video, weil meine Kamera oder vielmehr der Akku von der Kamera schon wieder fast leer ist. Und auch jetzt, ich wollte ja noch ein bisschen Batteriekapazität haben oder Akkukapazität für die Abmoderation oder euch auch mal zeigen. So, ich zeige euch wie immer zuerst mal die Schrottfunde von mir. Oder ich benenne das jetzt mal Schrottfunde. Das sind all die Teile, die währenddessen
eines Suchtags zusammenkommen. Also wir drehen jetzt mal die Kamera um. Ihr seid mit live dabei. So, ich habe das hier alles auf dem weißen Deckel abgelegt. Gut, das hier ist kein Schrott, das ist... ich gehe da mal von aus, dass das so ein vom römischen Spinnenwürtel ist. Hier seht ihr, das ist Blei mit dem Loch dabei. Das nehme ich natürlich mit. Aber wir legen das jetzt erstmal drauf. Das sind jetzt hier alles hier. Wie ihr seht, Granatsplitter, Blech, Blei, Patronen, ja, jede Menge Hülsen und alles, ja, was da mitkommt. Und das ist nur mein Schrott jetzt, sag ich mal, den ich gefunden habe. Eine schöne Musketenkugel zwar noch, aber wie gesagt, das ist jetzt alles, was an einem Suchtag an Müll gekommen ist. So, ah, guck mal hier. Genau. Spätbyzantinische Saatgutfibel. Ja, Saatgutfibel, genau. Nee. So, wir tun das jetzt mal beiseite und dann packen wir mal die Funde aus, die, ich sag mal, interessant sind. So, wir legen das jetzt mal hier hin. Ich werde jetzt mal meine kleine Box aufpacken. Und dann werden wir mal gucken, was da also drin ist. So, wir fangen jetzt mal an. Ich habe das jetzt hier so liegen. Das sind jetzt hier die zwei Eicheln von den Türgriffen. Das ist hier der Aduatuker vom ersten Acker, wo wir waren. Der erste Volli auf diesem Acker, wo der Aduatuker hier ist. Und jetzt fangen wir hier an, jetzt geht es weiter. Hier, das ist tatsächlich ein Silberdinner, aber sehr schlechtes Silber. Was es jetzt für einer ist, es kann ganz früher sein. Ich gehe da mal von aus. Die Mark, dann hier die Hand mit dem Säckchen, also von der Merkur-Figur. Dann haben wir hier ein kaputtes Ass. Das war nicht mit drin. Jetzt kommen die ganzen Follies, die wir haben. Das sind ein paar schon. So, war das jetzt alles? Jetzt muss ich mal gucken, hier mal durchgehen durch meine Taschen hiervon. Ah, hier ist noch eine, noch ein Volli. Also wir haben jetzt heute, wenn man es so möchte, legen es jetzt mal so hin, so aufgereiht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 antike Follies, jetzt ja, antike Münzen, damit noch den Denar und die Silbermünze. Und hier zum Schluss noch, das, was wir auch noch im Video hatten, der Beschlag. Aber da gehe ich noch nicht so dran, den muss man unter Wasser, sonst bricht der immer noch weiter auseinander. Also ich sag jetzt mal für zweite Mal suchen in dieser Saison auf dem Acker eine relativ gute Ausbeute. Vor allem freut mich wirklich sehr über die Hand hier von der Merkurstatue. Man kann hier schon an der Größe, wenn man das jetzt so hin, jeder weiß ja, wie groß so ungefähr so eine Eichel ist, der hat dieselbe Größe, also kann davon ausgehen, dass die Figur ca. 20, 25 bis 30 cm sogar groß sein kann. Also wird ein Top-Stück sein, was hier noch auf dem Acker liegt. Ja, Leute, das war jetzt ein erfolgreicher Suchtag. Wie gesagt, Daniel ist noch hier vorne an der Ecke. Er guckt sich noch ein bisschen um. Ich mache jetzt hier ein Ende. Ich wünsche euch noch einen schönen Saisonstart. Ich hoffe, dass er viele und tolle Funde macht. Nochmal in eigener Sache, wenn das Video erscheint, dann werden wir so um den 14. haben, dann haben wir nur noch 2 Wochen bis zum Treffen. Merkt euch das mal vor, das ist der 27.8. beginnt das Treffen, das ist ein Freitag um 15 Uhr. Am 28.8. gegen 1 Uhr findet die Sucherrallye statt. Wer daran teilnehmen möchte, muss bis spätestens samstags 12.30 Uhr sich bei mir gemeldet haben oder angemeldet haben oder bei meiner Frau oder bei wem auch immer vor Ort. Ja, sonntags ist dann um 12 Uhr Abreisetag. Ja, ansonsten, was ich gibt noch zu sagen, ja, nochmal einen schönen Gruß an meinen Sponsor Jochen Reifenrath von www.euer-schatzsuche.de. Ja,
Und an dieser Stelle sage ich jetzt mal tschüss. Bis zum nächsten Video. Bis dann. Ciao.